Tag, heute ist Samstag, der 5.3. Tag, heute ist Samstag, der 5.3.2016. Und ich fühle mich immer noch so irgendwie erledigt und lustlos. Ich weiß auch nicht. Ich bin irgendwie so ich würde gerne irgendwo auf der Couch liegen und es kuschelig warm haben und mehr nicht. Oh, Cookie. Handschuhe heute anziehen, glaube ich. Alleine. Mehr. Ich komme hier. Wie ist deine Pflaume? Diesen Berg da hoch, das war gerade eine Qual. Für mich so, ich weiß auch nicht. So eine Mischung aus schlapp und lustlos und keine Ahnung. Knie tun mir tierisch weh. Zu filmen mir gerade, weil es auch so auf der einen Seite Einfallslosigkeit oder ideenlos, was ich hier aufnehmen könnte bzw. später daraus machen könnte, und auf der anderen Seite denke ich mir, habt ihr auch schon alles tausendmal gesehen. Meine Beine fühlen sich so schwer an. Weiß auch nicht, ist komisch. Als wenn gestern Marathon gelaufen wäre, aber bin ich ja gar nicht. Eine ganz normale Runde und gestern ging es mir auch gut und es war ja auch gut. Morgen würde ich praktisch wieder laufen, aber weil ich morgen 12 Uhr Schicht habe, kann ich wohl nicht laufen. Und laufen würde dem Gefühl, was ich jetzt habe, mit den schweren Beinen und die Lustlosigkeit wahrscheinlich eher entgegenwirken. Ich bin normalerweise niemand, der ewig lange im Bett rumliegt, ganz im Gegenteil. Wenn ich morgens wach bin, dann halte ich es auch nicht lange aus, irgendwie. Man muss aufstehen. Ich habe schon öfter gesagt, schlafen halte ich für Zeitverschwendung und im Bett rumliegen ist noch schlimmer. Also wach im Bett rumliegen ist noch schlimmer. Naja, aber ich kann mir gerade nichts Schöneres vorstellen, als im Bett rumzuliegen. Mir die Decke bis zur Nasenspitze zu ziehen und weiß ich nicht, rumzugammeln. Schrecklich. Kann's auch nicht beschreiben, ich weiß nicht. Ich bin so schlapp, müde, lustlos. Ideenlos. Keine Ahnung. Es
ist auch, glaube ich, höchste Zeit für Veränderung. Wann bin ich denn hierher gekommen? Mai oder Juni 2009, glaube ich, bin ich hierher gekommen. Das sind jetzt 6 Jahre. Das ist die längste Zeit, wo ich irgendwo war. Mal abgesehen von Wilmersdorf, wo ich aufgewachsen bin, aber das zählt ja in dem Sinne nicht richtig. Veränderungen wären vielleicht gar nicht schlecht. Vielleicht nochmal so ein kompletter Neuanfang. Klingt irgendwie auch verlockend. So komplett von vorne anfangen. Alles nochmal neu. Und wenn, dann sollte ich es bald machen, denke ich. So viel Zeit für einen Neuanfang habe ich auch nicht mehr. Da bist du. Wisst ihr, ich glaube, heute wird es auch nicht mehr passieren. Also würde ich sagen, beende ich das Vlog hier schon mal. Ansonsten danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Tschüss.